sind wir mal wieder mit den Neuheiten, dieses Mal für die ersten 2 Monate, Januar, Februar, beschäftigt. Wir haben im Pkw-Sektor etliche neue Farben, da dann auch mal wieder Modelle aufleben lassen, wie zum Beispiel den BMW X6. Und auch bei den Minikits gibt es neue Farben, beim Langvario, 190er Mercedes und so weiter. Ein paar interessante Geschichten, auch der sehr beliebte SLS AMG von Mercedes-Benz kommt in 2 neuen Farben, auch mit schwarzen Felgen. Das Programm der Neuheiten ist etwas knapp gehalten im Januar, Februar, erfahrungsgemäß wie in den Jahren zuvor auch. Und wir werden dafür März, April dann halt zur eigentlichen Spielwarenmesse dann auch viele Formneuheiten präsentieren. Im Kleintransportersektor haben wir ein paar Feuerwehrautos, dann eine Variante, die wir noch nicht umgesetzt haben, von Wartburg 35366 Volkspolizei, auch sowie ein Brandenburger G-Modell der Polizei, sind wieder ein paar interessante Geschichten drin. Und auch DHL ist wieder mit dem Boot, sowie auch 2 Feuerwehrfahrzeuge. Bei den Solo-Aufliegern haben wir den bekannten Krone Kühlauflieger mit der 076746 jetzt etwas modifiziert. Das Modell hat jetzt das neue Krone Celsineo Kühlaggregat, welches ja sehr aufwendig bedruckt ist, als Anbauteil bekommen und entsprechend auch eine geänderte Fahrgestellfarbe, jetzt in Rot. Bei den Zugmaschinen gibt es eine Formneuheit. Der neue MAN TGX GX ist jetzt auch mit Spiegelkameras erhältlich. Die Individualvariante, wie wir sie schon hatten, kommt noch mit Außenspiegeln. Diesmal in der Farbgebung Weiß mit den entsprechenden Zugristeilen. Die Scania 4-Achs-Schwerlastzugmaschine mit Niedrigdach hat, wie auch beim Militärmodell, die neuen Turmverkleidungen, die etwas niedrigeren, damit es passend zum Fahrhaus ist. Torben Raffen, ein dänisches Schwertransportunternehmen in neuen Händen, gibt uns jetzt auch Möglichkeiten, eine 4-Achs-Schwerlastzugmaschine zu machen, Mercedes-Benz Actros. Und der neue Volvo, der aktuelle, erscheint dann jetzt auch in der Performance-Edition mit dem entsprechenden Design und mit Lampenbügel und Rammschutz und auch 2-farbigen Felgen. Bei den Baufahrzeugen kommt der erste Bagger, Liebherr A920, in Kundenfarbe. Das ist diesmal die Firma Kutter. Die Strabag hat das Vorbild gestellt für eine Asphaltfräse. Dann kommt weiterhin von Strabag ein Winterdienstfahrzeug, ein 4-achsiger Kipper, basierend auf MAN, mit Schneefluch und Streuaufsatz. Max Bögel bietet auch das Vorbild oder hat uns das Vorbild gestellt für einen 4-Achs-Kipper. Weiterhin sind dann noch 2 Schwerlast-Sattelzüge drin. Einmal ist es ein Modell von Kübler, die fahren jetzt Volvo neuerdings als 4-Achs-Zugmaschine. Sowie ein Engländer, die Firma Bowler, die mit einem Pendel-X-Auflieger kommt. Bei den LKWs geht es auch jetzt Januar, Februar etwas reduziert weiter. Ein wunderschönes Fahrzeug, ein Klassiker von H.E. Payne aus England und von Malmberg, ein absolutes Highlight in Anlehnung an die ASG-Farben gestaltet, ein schöner Schweden-Kombi, aber auch ein ASG-Modell ist mit drin, Ferntrans, ein recht schönes Fahrzeug, Willy Betz, ein Wechselbrückenzug mit Iveco und Gasantrieb, sowie auch von Daxa ein neuer Sattelzug mit neuem Volvo. Dann kommt noch von der Firma Habes aus den Niederlanden ein wunderschön gestalteter MAN TGX in PC als Truck Highlight. Und im Zubehörsektor werden wir den Ladekran mit 2 Scharengreifer einzeln anbieten. Im Teileservice werden dann Renault T Facelift, Iveco mit Flachdach sowie für ein Modell analog dem Edeka das LKW-Fahrgestell mit Unterflurkühler und das Hängerfahrgestell Tandem auch mit Unterflurkühler in den Teileservice aufgenommen. Weiter dann natürlich die 9 Koffer, die dieses Fahrzeug eigentlich sehr prägnant machen. 782er Koffer, ziemlich flach mit angedeuteter Ladebordwand. Und auch die 4-Achs-Meiler-Kippmulde wird
neu hinzukommen. Drei Militärmodelle aus dem BMW Fuhrparkservice ergänzen dann die Neuheiten. Und zu guter Letzt bieten wir dann noch zwei 1:50er Modelle von Arcargo an, die WSI für uns exklusiv gefertigt hat. Der Volvo Container Sattelzug, das Jubiläumsfahrzeug von Arcargo, 10 Jahre Arcargo, mit dem Maersk Rainbow Container 20 Fuß, wird in einmaliger Auflage bereits aller Voraussicht nach dem Dezember ausgeliefert. Und die Schwerlastzugmaschine mit Rocky, die kommt dann im Januar. Beide Modelle sind mittlerweile aus der Fertigung und werden bei uns in Kürze eintreffen.